Seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe Lies of P. Ja, wir sind immer noch in der Abtei unterwegs und ich denke mal, wir sind jetzt kurz vorm Ende dieses doch zum Schluss sehr anspruchsvollen Gebietes unterwegs. Hier stehen wir vor der Boss-Arena. Der Moment rückt nah, der, den wir schon alle so lange ersehnen, zumindest ihr als Zuschauer, die vielleicht auch schon wissen, was hier für ein Boss hinter der Tür auf mich wartet. Ich gebe zu, ich habe eine Vermutung, wer jetzt als nächstes vor uns stehen wird. Nicht, weil ich mich absichtlich schlau gemacht habe, sondern weil ich auf so manchen Screenshots schon was gesehen habe und auch bei einem sehr bekannten und sehr beliebten YouTuber namens Donny auch auf den Thumbnails schon mal ein bisschen gesehen habe. Mehr oder weniger unabsichtlich natürlich, weil ich will eigentlich mir sowas nicht vorwegnehmen. Aber ich weiß halt jetzt wahrscheinlich schon ziemlich genau, wer da vor uns steht. Ich habe aber noch keinen Kampf gegen dieses, gegen diese Person gesehen. Nur, wie gesagt, den Namen und den Screenshot und wie er aussehen könnte. Ich bin sehr gespannt. Also es ist ein 60-prozentiger Blind-Bosskampf. Blind, weil ich ihn noch nie bekämpft habe, aber nur 60%, weil ich schon eine Ahnung habe, was da kommt. Warum bin ich nochmal diesen unverschämt langen Aufzug runtergefahren? Nun, weil ich vermutlich, habt ihr auch in die Kommentare schon fleißig reingehämmert, ich soll noch eine Leiter erforschen, die ein bisschen weiter vorne hier zu finden war. Ich habe mich ja extra darum gebeten, das zu tun, damit ich es nicht vergesse. Ja, vielleicht finden wir da noch irgendeine coole Waffe. Und solange die Gegner hier noch nicht wieder gespawnt sind, weil ich natürlich auch in weiser Voraussicht den Stargazer noch nicht berührt habe. Ich habe ihn aktiviert, aber ich habe ihn noch nicht berührt. Habe ich natürlich jetzt hier auch noch die Möglichkeit, ungehindert zu forschen. Und das machen wir jetzt. Der Boss läuft uns nicht weg, Leute. Der ist auch noch da, wenn ich ein bisschen später vorbeischaue. Diese Kisten, ne? Immer wieder habe ich die Befürchtung, dass da was hervorbricht. Komm, wir holen uns das Item, was da unten liegt, oder? Ja, Vollmondstein. Ist nicht schlecht. Guck mal hier, was ist denn hier los? Guck mal hier. Es gibt Fallen, von denen wir noch gar nichts wussten. Das ist eine fiese Stelle hier. Okay. Ich wollte eigentlich nur die Leiter erforschen. Da hinten ist eine Truhe. Der ist so weit weg, dass wir ihn auch nicht anvisieren können. Aber die Dinger hier haben Unterbrechungen. Das ist schon mal gut. Sobald wir ihn anvisieren können, schalten wir ihn aus. Ja? Ich lasse mich doch nicht verarschen. Die gehen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit nach oben. Das schaltet die Falle wahrscheinlich komplett aus. Ja. Sehr schön. Cool. Optionale Kiste. War jetzt doch nicht so schwer, ne? Ein Quarz. Das ist schön. Wir haben jetzt... Ja, wir haben letzte Folge geskillt. Und haben deswegen jetzt wieder einen Quarz. Ja, hätte ich das früher gewusst... Aber wir haben von diesen Stufe 5 Perks ja eigentlich gar nichts haben wollen. Weil die mir jetzt für meinen Spielstil nicht ganz so nützlich erscheinen. Guck mal, wie riesig diese Abtei einfach ist. Was das für ein riesiger Level ist.
Wahnsinn. Da oben liegt noch ein Item. Ne, das ist schon ganz okay so. Wer weiß, was nach der Abtei passiert. Ich habe noch das Gefühl, das wäre der letzte Level. Und dass wir, wenn wir das hier schaffen, vielleicht sogar das Spiel durchgespielt haben. Aber vielleicht führt uns der Weg ja auch nochmal zurück zum Hotel und zur Stadt. Und wir können noch mehr Quarze finden. Das kann natürlich alles sein. Die Leiter hier, habe ich gemeint. Genau. Vielleicht führt die auch zu einem krassen Shortcut. Auf jeden Fall zu noch mehr Gegnern. Ah ja. Ach so, das ist hier die Stelle. Ja gut. Hä, wieso leben hier die ganzen Alchemisten noch? Was ist hier los? Die haben wir doch alles letzte Mal besiegt. Lebt das Baby auch wieder? Und hier war auch irgendwo noch so ein hartgesottener Krasso-Gegner. Einer von diesen Super-Alchemisten. Hier um die Ecke. Er hier. Mhm. Nur ein Legionsmagazin. Hat sich nicht wirklich gelohnt. So, ich will jetzt noch mal eine Sache abchecken. Wie gesagt, die Zeit nutzen, da die ganzen Gegner hier schon tot sind. Es gibt ja noch diesen Aufzug, der als Zwischengeschoss so eine Möglichkeit zum Aussteigen hat. Aber lohnt sich das? Hier sind die Gegner alle wieder da, Leute. Lohnt sich das? Ich weiß es nicht. Vielleicht lassen wir es lieber bleiben, oder? Ja, komm. Wir lassen es bleiben, Leute. Vielleicht denken wir später nochmal an den Aufzug. Wir wollen jetzt mal zum Boss. Ich will zum Boss. Ich will wissen, wer das ist und was er drauf hat. Diese Begegnung haben wir alle schon lange herbeigesehnt. Und es wird Zeit. Man kann es nicht länger hinauszögern. Da ist noch ein Item. Wo komme ich denn da hin? Oh, hi. Das hole ich mir jetzt auch noch. Okay. Ah ja. Bis auf diese Aufzug-Angelegenheit haben wir alles. Ja, diese Leiter war dann leider doch ein bisschen Zeitverschwendung. Die war halt einfach nur eine Möglichkeit, ins Untergeschoss zu kommen. Mehr war es nicht. Ich dachte, da steckt mehr dahinter. Auf jeden Fall, was gut ist, wir haben sehr viel Zeit, uns jetzt mit diesem Boss zu beschäftigen. Wünsche mir Glück.
Sollten wir uns ein Level abholen? Ist die Frage jetzt, bevor wir das machen, ne? Könnten wir? 16.000. Wir brauchen 10.000. Haben wir so viel, Leute? Haben wir. Guck mal hier, leuchtender Ergo-Kristall. Zack. Was machen wir? Noch ein bisschen mehr live? Oder wollen wir mal gucken, ob wir an Damage noch ein bisschen was rausquetschen können? Können wir machen. Wir sind eine ganze Weile mit dem Technikamulett rumgelaufen und haben damit mehr Damage gemacht. Das Technikamulett haben wir längst abgelegt. Weil mir ein paar andere Amulette sinnvoller erschienen. Wir könnten jetzt nochmal in Technik skillen. Um dieses letzte bisschen Damage rauszuholen. Dann sind wir Stufe 84. Das muss reichen, Leute. So, alle Gegner wieder da. So, jetzt brauchen wir wahrscheinlich 16,5 oder so. Hä? Wir brauchen genauso viel wie vorher. Es waren doch vorher auch schon 15.900, oder? Können wir uns noch ein Level ableisten? 5.000. Das gibt 11.000. Ja, wir kommen auf noch ein Level ab, Leute. Cool. Ja. Das sind 5 Damage mehr insgesamt. Das sollte jetzt aber reichen. Wie viel brauchen wir jetzt? Hä? Guck mal, das wird immer nur um 1 teurer, um 1 Ergo-Punkt teurer. Interessant. Das habe ich aber so auch noch nicht bemerkt. Das ist ja krass. Are you ready? I am. Gucken, wer sich uns hier in den Weg stellt. Coole Waffe. Okay. Ja, mit ihr habe ich ein bisschen gerechnet. Sieht abgefahren aus. Ihr wisst genau, wer das ist, ne? Ihr habt richtig Bock drauf. Das Leiden beginnt, Freunde. Es könnte der härteste Boss im Spiel sein. So sagt man. Laxasia. Die Ganze. Von hinten gepanzert. Schöne Kombo. Schöne Kombo, Mädel. Schön. Ich kann auch coole Sachen. Okay. Elektroschocks sind nicht so gut.
Nö, nö, kein Bock. First try! Nee, nee. Wie krass sie aussieht, guckt sie euch an. Ich habe deine schöne Maske zerstört. Und nun? Ohne Panzer? Oh, Simon. Zwei Waffen. Was für ein epischer Boss, oder? Wir sollten erst mal gucken, was sie jetzt drauf hat, bevor wir sie angreifen. Das erste erfolgreiche Experiment von Simon. Oh, heftig. Okay, Mädchen, komm her. Oh, shit. Heilen lässt du mich nicht. Legion war leer. Ich hatte sie fast im First Try. Krass, ja, dann hat sie halt geballert und ich hatte keine Möglichkeit, sie anzugreifen, mir einen Heal zurückzuholen, der dann ja trotzdem gekommen ist. Und aber sie hat mich halt mit Schüssen eingedeckt. Ich konnte den Heal nicht noch ansetzen, leider. Ein Wahnsinns-Bossgegner. Also, uiuiui. Das Problem ist, wir haben jetzt die Macht des First Tries verloren. Die nächsten 15 Tries werden schlechter werden. Ja, das ist immer so. Also, ja. Herzlich willkommen zu Lies of Luxasia Tries, die nächsten 10 Folgen. Na, so lange wird es nicht dauern. Viel Spaß. Mir beim Quälen zuzugucken. Das ist cool. Das ist nicht so cool. Das Witzige ist, dass sie sich ganz schön gut staggern lässt. Trotz ihrer schweren Panzerung.
war leider alles richtig scheiße gerade. What? Wie viel Schaden sie gerade gemacht hat? Ja, ich wollte sie jetzt eigentlich mit Fabelattacken finishen. Das Problem an den Fabelattacken von dem Speer, von dem Dreizack, dass die in die Richtung feuern, in die sich Pi bewegt. Nicht in die Richtung, in die ich schaue. Ich meine, beim Katana war es anders. Es hätte wieder ein sehr guter Try werden können. Ich bin sehr froh, dass sie den Bossweg so kurz gemacht haben, wie es nur geht. First Hit. Und weg hier. Schade. Luxasia, mein Schatzilein. Du musst nicht länger traurig sein. Wir machen auf jeden Fall einen schönen Damage. Muss man schon sagen. Was tust du da? Ging das denn jetzt nicht? Ah ja, okay. Ja, ich habe mich gerade wieder auf Experimente eingelassen. So, zweite Phase. Ich habe ein bisschen Angst. Erstmal den Projektilen ausweichen. Also trifft uns auf jeden Fall. Sie trifft einfach ständig. Du miese Plumps. Heilung! Tod! Der Arm Gottes wird bald erwachen, ist ihr Spruch. Alles klar. Das ist jetzt erstmal so eine Phase, wo ich auch noch nicht gefrustet bin, weil ich immer noch Abtastung mache. Sie macht nämlich zwischendurch auch immer mal wieder neue Manöver. Gut, das war jetzt auch der dritte Versuch. Klar, dass der Gegner da noch neue Manöver macht, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Ich bin aber auch froh, dass die erste Phase machbar ist. Und ich würde auch behaupten, wir haben genau die richtige Waffe gegen sie. Ja,
Gurkenschnur ist auch mörderisch gut, um mir ein bisschen schönen Damage zu machen. Nö. Hey, wieso bist du nicht mehr gestaggert? Wie unfair. Zweite Phase. Scheiß. Ja, ich werde nicht so viel schwätzen jetzt in dieser Folge. Jetzt steigt so ein bisschen der Frustlevel. Die müssen wir jetzt konzentriert üben. Ich kann während dem Kampf nicht quatschen. Ich kann gerne hinterher quatschen. Ja, so ein Damage ist das, okay. Phase üben ist wichtig. Die hier kriegen wir zur Not relativ schnell hin. Zweite Phase ist wichtiger. Aber da trifft sie mich leider immer. Man kann diesen Schlägen so schlecht ausweichen. Ich glaube, die muss man parieren. War ein schöner Versuch. War auch, glaube ich, bisher der beste Versuch. Hier aggressiv bleiben. Wenn wir sie auf Distanz lassen,
Dann greift sie mit gefährlichen Distanzattacken an, die man noch schwerer ausweichen können oder parieren können. Ich würde sagen, das war schon die richtige Taktik. Schnell in die Phase 2 kommen. Wir haben noch einiges an Arbeit vor uns. Diese Schwinger sind heftig. Was passiert wohl, wenn wir ihr Schwert kaputt machen in dieser Phase? Das wäre interessant, oder? Also die erste Phase haben wir ganz gut raus. Ich finde diese Waffe ist der Hammer. Ich will sie unbedingt haben. Und gut, dass wir Alidoro am Leben gelassen haben. Sonst könnten wir ihre Waffe vielleicht niemals kriegen. So, ein bisschen näher ran in der Phase, dass wir schneller in Angriff übergehen können. Aber ich bin immer noch ein bisschen stutzig, wie wir dem Angriff hier ausweichen sollen. Ich wollte ihn jetzt mal parieren. Das ist halt richtiger unfairer Mist, finde ich. Ich glaube, wenn sie elektroschockt ist, dann funktioniert auch meine Puppenschnur nicht. Jawohl. Ach Leute, unfair. Ja! Dann heilen wir uns mal und geben ihr Saures. Ich hab sie. Die ganze. Die ganze. Nein, nicht die ganze Folge bekämpfen wir gegen Laxasia. Aber die halbe. Die Waffe, Leute. Der Dreizack. 1 plus mit Sternchen. So, was geht jetzt ab? Ja, Laxasia ist das Prunkstück von Simon gewesen. Könnte ich mir vorstellen. Geil. Eliminated. Ergo einer traurigen Eiferin. Und was wir jetzt für eine schöne Ruhe verspüren. Guck mal, wie ruhig es jetzt hier auch ist. Oh, es ist so toll. Und eben hat Laxasia hier noch vor uns gekniet. Die Überreste von ihr. Leider ist sie verschwunden. Ich hätte sie mir gerne noch mal ein bisschen genauer angeschaut. Oh, was ist jetzt? Ach klar, wir regenerieren ja unsere Pulszelle auch. Automatisch. Das haben wir in der letzten Folge geskillt. Sehr nützliches Ding.
Cool. Ja, ich freue mich. Der Boss war knallhart. Fünf Versuche oder vier, ich weiß es nicht mehr genau. Seltenes Ergo. 15.000 Öcken ist es wert. Die Alchemistin Adriana wurde mit dem Elixier getauft und wurde zum ersten vollständigen Wesen. Alles an ihr war perfekt, außer der Tatsache, dass ihre Gefühle für eine Person nicht unterdrückt werden konnten. Wahrscheinlich Gefühle für Simon. Simon Manus. Ich habe jetzt wirklich gedacht, wir brauchen länger. Wir brauchen einige Folgen für Laxasia. Gott sei Dank ist es nicht so. Stufenaufstieg. Wir gönnen uns einen. Wir gehen auf Stufe 86 gleich. Rund 800 Ergo. Zack. Zack. Ja, cool. Nochmal Technik. Nehmen wir mal ein Max-Ladung, komm. Gibt es auch mehr Legion. Und mehr Block Regeneration und mehr. Lauter gute Sachen. Wir gehen weiter. Oder sollen wir erstmal Alidoro besuchen? Wollen wir uns die Bosswaffe angucken? Ja. Machen wir. Ja, auf jeden Fall. Zwei neue Gespräche können wir führen. Lass uns erstmal zu Alidoro gehen. Der wartet ja hier. Hier, ja. Da, wo wir gegen die Brotherhood kämpften, ein Stückchen weiter nach hinten. Krasse Sache. Laxasia ist schon down. War schon der stärkste Boss, aber das bedeutet nicht, dass das der schwerste Bosskampf war. Es war der stärkste Boss, aber wir sind auch stark. Also jetzt mal ohne mich zu sehr zu loben. Ich glaube, ich habe ihn hier ganz gut geskillt. Ich habe auch die richtige Waffe ausgewählt und ich möchte behaupten, dass auch meine Fähigkeiten des Kämpfens ganz okay sind. Und das alles hat natürlich dazu geführt, dass Laxasia sehr machbar war. Alidoro, alter Hundekot, wie geht's dir? Too great a treasure hunter to see for yourself. Zeig mal, was du hier Schönes für uns bauen kannst. Ergo einer traurigen Eiferin. Das ist Uroboros Auge. Kann die Fähigkeit Wandelnder Mond, wirft die Waffe nach vorn. Die Waffe verbleibt für eine gewisse Zeit an einer Stelle, verursacht Schaden und kehrt dann zurück. Klingt nicht schlecht. Der Griff? Sturmmeldung. Macht die Klinge einen Moment lang inaktiv. Wenn Feinde angegriffen werden, erhöhen sich Trefferzahl und Schaden, was auch immer das bedeutet. Der Griff ist technikskaliert, ist eine Stichwaffe und es ist ein Schwert. Interessant. Und das Amulett? Waffenhaltbarkeit wird nach einem erfolgreichen Block nicht verbraucht. Das ist nicht schlecht. Sie wollte Simons Schwert und sein perfekter Schild sein. Als sie schließlich als Laxasia fertiggestellt wurde, entschied sie sich ohne zu zögern, die Eisenrüstungskriegerin zu werden. Tja, die Frage ist, diese Waffe, werde ich die spielen? Wahrscheinlich nicht. Sollen wir uns das Amulett nehmen? Werden wir es tragen? Wahrscheinlich nicht. Mich stört es ja mit der Waffenhaltbarkeit nicht. Dann doch eher die Waffe, ne? Entschieden, Leute. Weil ich finde meine Amulette hier perfekt. Im Moment. Uroboros Auge. Sieht unglaublich geil aus. Muss ich zugeben. Ein ganz besonderes Schwert. Schon cool. Ah, ist schwer, ne? Geht. Es ist einfach nur eine lahme Waffe. Ein schöner Doppelaufwärtshaken. Und Fabel. Ja, aber bleibt nicht so lange beim Gegner, ne? Finde ich.
Ja, geht so, ne? Dreizack ist besser, bin ich der festen Meinung. 40 Minuten. Wir machen heute mal eine kürzere Folge, glaube ich. Gucken uns beim nächsten Mal an, was hinter Laxasia noch auf uns wartet. Wir führen die Gespräche hier noch zu Ende. Haben wir eigentlich noch eine Schallplatte, die wir hören könnten? Nein. Aber wir haben viele verpasst. Schade. Wer will denn was? Antonia will was, ne? Und Polendina. Die beiden Liebenden. With unsurpassed sorrow, I must announce, Lady Antonia has passed away. Nein. As she entered immortality, she seemed at peace. Her face was calm and she wasn't in pain. It is all thanks to you. Without your most difficult of choices, she would never have found such peace. As for me, I am bereft of emotion. My life, or what passes for it, has lost meaning. It feels like pain has swallowed me whole. Ja, so ist das, wenn man die Thus I plan findet. To erase my heart and become an ordinary puppet. This will be my last conversation with you as Polendina. Despite how it ended, I thank you for the kindness, bravery, and beautiful moments you showed me. Die Geschichte von der feinen alten Dame, Trophy. Welcome to Hotel Krat. Unser guter alter Polendina ist jetzt. The stalkers, the bastards, the sweep historically, that is what little. Eine gewöhnliche Puppe. Aber Antonias Porträt ist hier auch abgebildet. Die hat uns bestimmt was hinterlassen. Wir gehen mal ins Büro. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte wirklich, wir hätten sie gerettet. Aber wir haben ihr nur mehr Zeit verschafft. Nicht schön. Da ist sie. Mach's gut, alte Freundin. Ein Brief mit Kirschduft und eine neue Platte. Wir gucken uns den Brief an und hören dabei ein bisschen Memory of Beach. Und werden vielleicht noch ein bisschen menschlicher dadurch. Memory of Beach. Ich finde das toll. Es gibt auch zu jeder Platte Details zu lesen. Echt schön. Da ist sie. Da ist der Brief mit Kirschduft an den wunderbaren Herrn, der mir eine kostbare Zeit zurückgegeben hat. Der Moment, als ich dich traf damals, war wie das Licht selbst. Egal, ob du das richtige Kind bist oder nicht, du bist ein liebes, kostbares Kind. Danke, dass du mir in meinen letzten Augenblicken meine Freude zurückgegeben hast. An den jungen Mann, der Carlo ähnelt. Antonia Kerasani. Ja, Carlo, ich hab's ja schon mal gesagt. Durch diese Erinnerungsflashbacks wissen wir, oder können stark vermuten, dass wir Carlo gewesen sind, bevor wir zu Pinocchio wurden. Tja, das ist schon ein. Für ihr erstes Spiel, die Neobis hier gemacht haben, ist es einfach ein Banger-Abenteuer. Und das hätte durchaus Game of the Year Anleihen letztes Jahr. So hatte es ja sogar. Es war ja, glaube ich, sogar. War es als Game of the Year nominiert? Ich meine schon. Strange. It hurts so. Ne?
Hat es leider nicht geschafft, aber allein die Nominierung. Ihr erstes Spiel, Leute. Und dann so ein Banger Souls-like. Antonia is dead. It doesn't feel real. Ja. She was sick, but her personality was so formidable. The hotel feels empty without her. Ja. I would have done everything I could to help with weapons. God damn it. I'm so tired of people I know dying. So you'd better not die. If you can't stay alive, I'm gonna beat you up. You're here. Cool. Das ist auch eine beeindruckende Waffe hier, diese säurehaltige Krummklinge. Krass. Brauchen wir aber alles nicht mehr. Können auch was verkaufen. Wir verkaufen mal 10 von diesen Sternenfragmenten. Ein Quarz haben wir noch übrig. Ja, der Rest passt erstmal, ne? Ja. Ah, the hotel seems truly empty. Now that Lady Antonia has departed. Yeah. She was the closest person I had, you know? All that with my parents happened when I was just a child. Mm. These halls are truly cavernous now without her and her music. She was a terrific pianist before she fell ill. Now it's up to us to protect this hotel. Her home and ours. Losing someone never gets easier. Ja. I always welcome. Das stimmt, ne? Das war wahrscheinlich auch ein Lied, was Antonia selbst komponiert und gespielt hat auf dieser Platte. Sehr, sehr schön. Die war also eine Pianistin. Schon geil. Für Antonia. So. Genug getrauert. Die Himmelfahrtsbrücke. Let's go. 50 Minuten, die Folge ist für heute vorbei. Beim nächsten Mal schauen wir, was uns auf der Spitze der Abtei erwartet. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit Laxasia. Ich will als Laktasia sagen, warum auch immer. Verstehe ich überhaupt nicht, wie man darauf kommen könnte, dass sie Laktasia heißen könnte. Keine Ahnung. Schreibt in die Kommentare, wie euch Laktasia gefallen hat und mein Sieg über sie. Yes! Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo da. Ich freue mich auf euch.